And in the solo duo category were Georg Schroeter and Mark Breitfelder. This was a historic victory, the first time a European act has won the IBC. And I caught up with them at the celebratory reception and asked them how they felt. Yeah, well, I'm out of words right now because we've just won the International Blues Challenge 2011. That means we wrote history. We are the first European act that ever won the International Blues Challenge. We were talking about it, we were joking about it a little bit before, yeah. A couple of days ago, saying, yes, well, you get all these bands from all over the world, and then one of the American acts wins, yeah. You know? And this year, no. Yeah, it's unbelievable. And it shows that America is open for European blues musicians. I think many, especially musicians in Europe think that America is not open. So that, and when we come now back, and as a winner, they will say, wow, we go to America too. Obviously, when you get back to Germany now, mm-hmm. what's going to happen? Do you think the phone will ring off the hook? And I think so, yeah. I think I've posted everything on Facebook, and there are a lot of comments that, wow, it's like Germany when the IBC. Question for the harmonica players among mm-hmm. us, Mark. I remember when I first met you that you were doing overblows, and I was very I was gripped and spellbound by your playing, and I said, "Rino, tell me about this." And you were talking about it. I said, "Do you have to blow much harder to get the overblows?" And you said, "No, actually, you don't." Yeah. But then you just handed me your CD. Yeah. And I said, "Lots of overblows on this," and you said, "None." No. Why is that? You don't need them. You can play them in special songs, but when you play more traditional style, the older players like Little Walter or Sonny Terry, they didn't use overblows, so why should I? When we record more traditional. But the next record will be more modern, it's a live recording, and there will be overblows and the new technique that I founded, the overblow bands. What's even, it's really bending on the overblows, and I bent them up to six semitones. Wow! I founded this technique 2 years ago, and so I had to develop it, and it's now so new, so it's not recorded yet. Right, okay, well, we look forward to that. Yes. But anyway, in the meantime, congratulations on your win. Very richly deserved. Thank you so much. Thank you. And now we'll transport ourselves back to the Orpheum Theatre and listen to something that you played to win the final. All right. Ja, hallo. Schönen guten Abend, liebe Blues-Fan, liebe Freunde von Georg Schroeter und Mark Breitfelder. Herzlich willkommen. Ja, klatsch mal ein bisschen. Mein Name ist Gerte. Super toll, tolles Publikum, das mitgeht, tolle Musiker, toll, dass sie gewonnen haben. Ich bin so froh, ich finde das so klasse. Und erwartet haben sie das nicht, und wer hat das schon erwartet? Ich wünsche ihnen, dass sie so weitermachen können, dass sie ihre Power behalten, dass sie immer noch besser werden, dass ganz, ganz viele Menschen sie hören werden und einfach klatschen und begeistern. Und wir freuen uns ferner, Repräsentanten der Initiative Musik der Bundesregierung hier heute bei uns zu haben. Diese Initiative hat uns Geld gegeben, liebe Leute. Ihr klatscht schon, bevor ich überhaupt den Namen genannt habe. Ich begrüße die Geschäftsführerin, Frau Ina Kessler, und ich begrüße Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn Jens Micho. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sandra. Ich bin eigentlich zum ersten Mal so richtig mit Blues beschäftigt, außer beim Blues Festival hier in Eutin natürlich. Und ich drücke den Jungs für den weiteren Weg alles, alles Gute wünsche ich ihnen, und super genial heute Abend. Und dass sie das in Memphis so geschafft haben, toi, 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 alles Gute auf dem weiteren Weg. Und was sagst du dazu? Das ist genau auch meine Meinung dazu. Und ich finde es auch klasse, dass es seit erstes Mal nach Europa gelandet ist, diese Blues Challenger. Jetzt wollen wir euch
natürlich auch das sichtbare Zeichen, die Trophäe überreichen. Helge, your turn. Das ist das beste Stück. IBC 2011, Solo und Duo, Winners. Georg Fröger und Mark Breitfelder. Mein Name ist Christina. Ich bin heute Abend hier, weil ich ein Blues-Fan bin und ich finde ganz schön und toll, wie die hier spielen, Marc und Georg. Ganz klasse. Ich bin sehr stolz, dass wir hier solche Eutina haben und dass sie in Memphis waren und so einen Erfolg hatten. Schön, dass wir den Preis gewonnen haben. Das ist eine tolle Sache. Finde ich auch klasse. Ja, macht doch Spaß. War prima. Schön gemacht. Und was wünschst du denen so für die Zukunft und für die Geschichte hier in diesem Land, in Deutschland, dass dieser Titel... Das gleiche wie Erwin Lottemann, dass sie mit dem Papst eine Boutique in Rom aufmachen, auf jeden Fall, klar. Ne? Herzlich willkommen. Ja, das war unglaublich. Das war wirklich eine wichtige Erfahrung, die wir beide gemacht haben. Und, ich kann ja schon sagen, wir werden an dieser Challenge nie wieder teilnehmen. Aber wir fahren doch mal hin. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, ihr habt es jetzt gerade schon gehört, aber wir möchten trotzdem jetzt für euch genau die Songs spielen, die wir auch bei der IBC gespielt haben, die uns zum Sieg verholfen haben. Und auch in genau derselben Reihenfolge. Das erste Stück ist Are you ready for the blues? Let me hear you say yeah! Yeah! Talk to me, baby. Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Jan Mohr. Ich soll hier ein paar Fragen beantworten, die ich noch gar nicht kenne. Ich denke mal, es geht um Georg und Marc, zwei sehr alte Freunde von mir. Vor allen Dingen Marc, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen. Die haben gerade in Memphis gewonnen, wie ich finde, zu Recht. Ich meine, ich kenne die Konkurrenz auch nicht, aber ich glaube, zu Recht gewonnen. Ich freue mich sehr für die beiden, weil... Wie alle Bluesmusiker ist man ordentlich am Krebsen immer und ich glaube, dass ihnen dieser Preis ihnen weiterhelfen wird. Und ich persönlich möchte nochmal betonen, dass es mich sehr freut, dass die beiden gewonnen haben. Die haben es wirklich verdient. Mein Name ist Dirk Bruckner. Ich bin aus Kappeln hierher gekommen, weil ich seit vielen Jahren weiß, dass die beiden einfach mega gut sind. Und als Freund der beiden
habe ich mir gesagt, es ist eigentlich meine Pflicht, den beiden zu gratulieren für dieses sensationelle Ergebnis in Memphis, Tennessee. Das haben die richtig gut gemacht und den Amerikanern mal gezeigt, wie moderner Blues gespielt wird. Eine feine Sache und ich kann nur sagen, weiter so. Okay, vielen Dank. Wie sieht es mit dir aus? Mein Name ist Rainer Jacken, ich bin auch ein Fan von Georg, hauptsächlich, weil ich Georg am besten kenne. Und will mal sagen, sensationelle Leistung. Ich habe es erfahren und habe es erst gar nicht geglaubt. Georg hat noch ein Restaurant, was ich betreibe, noch 9 Tage ineinander gespielt vor Weihnachten und wir haben auch so ein bisschen geflaxt. Er übt noch ein bisschen für die Weltmeisterschaft. Keiner hat damit gerechnet, dass er das jemals wirklich bringt, aber das ist so sensationell. Und darum sind wir heute hier, um beide zu beglückwünschen für diese super Leistung. Mein Name ist Kerstin Retzke. Ich bin hier, weil ich Blues über alles liebe. Ich finde es fantastisch, dass es eine deutsche Delegation geschafft hat, in Memphis diesen Contest zu gewinnen. Das ist fantastisch. Sensationell. Und die Jungs sind so gut, die beiden. Ich genieße den Abend. Dankeschön. Said, talk to me, but don't lock the door. Hi, ich bin Tim Engel, ich bin der Schlagzeuger. Ich kenne jetzt Marc und Georg seit ungefähr 15 Jahren. Mitte der 90er Jahre haben wir uns das erste Mal in Kiel gesehen. Ich habe in der Zeit einige Platten für die eingespielt im Überschall-Tonstudio in der Weidstraße. Zusammen mit Andreas, mit Barney, mit ganz vielen Leuten aus der Kieler Szene. Die Musiker, die in Kiel sind, kennen die beiden natürlich, weil es bekannte, sehr gute Musiker sind. Marc und Georg sind Urgesteine natürlich der Kieler Blues-Szene. Marc und Georg sind total bodenständig. Sie sind zuverlässig. Sie sind Menschen aus unserer Mitte. Sie sind absolut tolle Kollegen. Sie sind fleißig, sie sind zuverlässig. Und sie haben sich in all den Jahren, die sie jetzt zusammen spielen, in all den Produktionen, die sie zusammen aufgenommen haben, immer wieder weiterentwickelt, weil sie einfach Bock auf den Blues haben. Vor Marc und Georg ziehe ich meinen musikalischen Hut. Say you love me one more time. Don't go on and quit me, honey. Why you can make me feel so fine. Ja, hallo, ich bin Horst-Dieter Fischer, ich bin der Präsident von dem Baltic Blues Verein hier in Eutin. Wir haben Georg und Marc nach Memphis zur IBC entsandt und sind ungeheuer froh, dass diese beiden den Wettbewerb gewonnen haben. Richtig geile Bluesmusik. Es ist unbeschreiblich, dass sie dieses Ereignis für sich entschieden haben. Wir sind so froh und heute Abend feiern wir einfach nur. Also ich bin davon überzeugt, dass der Blues ungeheuer viele Leute begeistert und dass Georg und Marc eine große Zukunft
vor sich haben, nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern sie haben jetzt die Chance, in den Vereinigten Staaten und auch in anderen Ländern sich zu präsentieren. Und so wie die beiden drauf sind, werden die sicher viele Freunde auch in den USA, in England und wo auch immer gewinnen. Ganz sicher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ganz, ganz begeistert von dem heutigen Abend und überhaupt von der, mir fehlen schon wieder die Worte. Also ich kann das noch gar nicht begreifen, was hier überhaupt abgeht. Also die International Blues Challenge hat uns in eine Dimension gehievt, die noch gar nicht abzuschätzen ist. Und ich bin so froh, dass heute Abend so viele Leute hier sind. Der ganze Medienrummel, daran muss ich mich erst noch gewöhnen und deshalb muss ich mich jetzt auch ein bisschen kurz fassen. Wir können gerne noch mal ein ausführlicheres Interview machen, aber ich bin jetzt gerade sozusagen in der Pause und muss jetzt gleich mal hinter die Bühne und ich werde auch noch ein paar Kollegen einladen, mit mir zu spielen und wir werden eine Menge Spaß haben heute Abend hier. Ich habe gerade einen alten Freund getroffen, mit dem ich als Schüler schon in der Schülerband gespielt habe. Das kann also ein sehr interessanter Abend werden. Also haltet die Kamera drauf. Ich grüße euch alle. Bluestour.de ist unsere Webseite. Geht darauf und verfolgt unseren Weg weiter. Wir verfolgen euch auch. Dankeschön. Vorstandsmitglied im Baltic Blues Verein und ich hatte einfach dieses Glück, mit den beiden in Memphis dabei zu sein und das hautnah zu erleben und ich bin immer noch sprachlos, wenn ich zurückdenke an diesen Erfolg und ich finde es einfach toll, diese Feier, die sie heute haben, mit alten Bekannten, mit Freunden, mit es ist einfach toll, es ist schön.